Und sie halt auch Fernkampf. Uff. Das muss ich gerade mal gucken. Game saved. Erfahrungspunkte sind immer noch hoch. Und ich sehe auch nicht, dass sich irgendwas in den Stats verändert hat direkt. So, habe ich jetzt ein bisschen Ruhe. Bis jetzt scheinbar ja. Also entweder habe ich den Trigger betätigt, der alle freigelassen hat. You hear rattling. Ah, das ist das hier gewesen, oder? Ja, das wird die Tür aufgemacht haben. Ich sehe keine Geheimschalter bis jetzt. Ich habe ein paar Sachen für Heiltränke, aber noch keinen Mörser und keine Flaschen. Ja. Ich speichere jetzt hier mal wieder regulär LP006 ab. So. Tolles Secret. Echt Hammer. Wen wollt ihr hier bitte verarschen? Nein. Da muss der Rückzugsort sein. Edge Badge. Okay. Sie hat ein Level Up. Hoffen wir mal, dass der Rest auch bald Level Ups kriegt. Sie hat ein Level Up. Und er hat ein Level Up. Ja, er hinkt ein bisschen hinterher. Das heißt, wenn wir ein Spirit Pendant finden, kriegt er das als erstes. So, Light Armor, dass du die Rüstungsteile tragen kannst, ohne eine Einschränkung zu kriegen. Jetzt mal gerade kurz gucken. Stuff Defense 8. Ihr, 6. Machen wir das einfach mal. So. Und sie bräuchte eigentlich Fast Attack Rate with Bows, das wäre nicht schlecht. Aber sie kriegt jetzt erstmal ein bisschen mehr Dodge, da sie ja in der vorderen Reihe kämpft. So. Okay, Secret. Treasure Chest. Wow. Okay, ich habe nichts gesagt über das Secret. Ein Doublet. Bone Amulett. Also Bonecraft. Das ist ja was Besonderes in Labyrinth of Liars. Dagger. Eine Frostbombe. Ein Heiltrank. Ein Emerald Gem. Für was auch immer der sein soll. Und ja, die Schatztruhe, die wiegt halt 60 Kilo, die ist also wahrscheinlich nicht dafür gedacht, dass man sie mitnimmt. Gut. Und ja, das hier hilft mir gegen Untote und erhöht auch vor allem ihre ganzen Stats. Das haben sie wahrscheinlich eingebaut, damit Stuff Defense mal ein bisschen Sinn ergibt.
Bei ihm gehe ich auf jeden Fall auf Water Magic erstmal. Oh, Stuff Defense kann sie das hier noch lernen. Magic Arrow. Oh, der kostet aber ganz schön viel Mana. Und Eis. Oh, Ice Magic hat sie ja. Du hast noch gar keinen Zauber eigentlich. Was ärgerlich ist. Okay. Damit wäre die Seite fast erledigt. Hier ist nichts mehr allerdings. So, das heißt, die Seite ist auf jeden Fall finito. Ja, Bogen ist schön und gut. So, Knochensachen können wir ihr auch mal geben. Ice Magic 3, ja. Er kann wirklich im Augenblick nur mit seinem Speer zustehen. Ich habe das nicht so ganz Iron Key. Den hätte ich, um dort weitermachen zu können. Will ich da schon weitermachen? Erstmal nicht. Head down the other way. Okay. Aha. Au. Okay, entweder spucken die ziemlich schnell, oder? Ich bin einfach nur scheiße langsam. Nein, ich glaube, das kriege ich hin. So. Okay. You hear the faint grinding on stone on stone. Im Westen. Westen ist eigentlich hier drüben. So, ich schlafe hier mal kurz. Und machen's und überschreibt das Safe Game nochmal. So. So, Westen wäre hier eigentlich. Ah! Ein Secret. Ein Heilkraut. Air Magic. Ja, super. Okay, den Sack, den behalten wir mal. Da können wir Essen und solche Kleinigkeiten reintun. Er kann ja noch genug tragen. Also sowas. Dolche. Obwohl, ich könnte da Kräuter mal reintun. Also ja, Schriftrollen. So, jetzt kann er wenigstens Schock brechen. Essen. Kann mal zu ihr hoch. Heiltrank kann zu ihm. Die ganzen Dolche können zu ihr und der Wurfdolch auch. Schlüssel. Knochen, was wir sagen, Knochen haben kann zu ihm. Mal gucken, wofür wir den Emerald Gem brauchen. Au. Ach so. Du machst hier die Sachen. Wenn wir hier drauf treten, wird alles resettet. Ja. Gut zu wissen.
Wie soll er jetzt eigentlich zaubern, wenn... Komm, gib mal den Speer ab. Den brauchst du jetzt erstmal nicht mehr. So, Feuerball. Hier sind wir kurzzeitig sicher. Ein Heilkraut. Wurfmesser. Was zu essen. Wer hat ein bisschen Hunger? Du? So, hier haben wir einen Safe Spot. Eine geschlossene Türe. Und keinen Au. Ja. Health and Energy ist gesunken. Also nein. Nicht so schön. So, da habe ich zugemacht. Jetzt triggern wir erstmal den Todesgang. So, ein Wurfding. Ein Kraut. Einmal was zu essen für dich. Und damit ist der Sack leer und da kann jetzt Essen rein. Ja, sobald ich mehr Pfeile habe. Da drüben komme ich leider nicht weiter. Ja, deswegen verstecke ich mich mal hier. Hier bin ich auch erstmal sicher. Da drüben eigentlich auch. Also spuck mal. Genau. Ah, au. Autsch. Ja, kurz schlafen. Umgeben von Feuerbällen. Schlafen unsere Helden einfach mal. Diese Tat im Nehmen. Oh. Okay. LP07. Nothing worthwhile here. Maybe just turn around now. Hier kann man durchgucken und hier sind komische Texturen. Kann ich da was durchlegen? Ich kann die Wand einschlagen. Ich kann tatsächlich die Wand einschlagen. Okay, den Felsen kann ich auch einschlagen. Wow. Ja, hi. Dich kann ich nicht füttern, ich kann da nur was ablegen. Okay, Fernkampfwaffen scheinen dann nicht zu funktionieren bei den Steinen. Aber da ist noch ein Schlüssel. Und ja, ich sollte aufhören. Das bringt nämlich nichts mit der Fernkampfwaffe.
Außer, dass beide Steine eben da rumliegen.